Kapitel 12 – Dumme Tiere. Dr. Albolit eilte zu den kranken Affen. Sie lagen auf der Erde und ächzten, denn es ging ihnen sehr schlecht. Nun begann der Doktor also, die Affen zu kurieren. Jeder musste die Arznei bekommen. Ein Tropfen, der andere ein Pulver. Jedem Affen musste ein kalter Umschlag auf den Kopf gelegt und Senfpflaster auf Rücken und Brust geklebt werden. Es waren sehr viele kranke Affen und der Doktor war ganz allein. So würde er diese große Arbeit wohl nie bewältigen können. Kika, das Krokodil, Karudo und Chichi halfen ihm so gut sie konnten. Doch auch sie wurden bald müde und der Doktor brauchte noch andere Helfer. Da ging er in die Wüste zur Wohnung des Löwen. »Seien Sie so freundlich und helfen Sie mir bitte, die Affen zu kurieren«, sagte er. Der Löwe aber war sehr hochmütig. Er blickte den Doktor finster an und sagte, »Weißt du wer ich bin? Ich bin der Löwe, der König der Tiere. Und du wagst es, mich zu bitten, dass ich irgendwelche jämmerlichen Affen kuriere?« Da ging der Doktor zu den Nashörnern. »Liebe Nashörner«, sagte er, »helf mir doch, die Affen zu kurieren. Es sind so viele und ich bin ganz allein. Allein schaffe ich diese Arbeit nicht.« Als Antwort lachten ihn die Nashörner aus und erwiderten, »Wir denken gar nicht daran, dir zu helfen. Sei froh, dass wir dich nicht mit unseren Hörnern aufspießen.« Der Doktor war sehr empört über die bösen Nashörner und lief in den benachbarten Wald, wo die gestreiften Tiger wohnten. »Liebe Tiger, helft mir doch, die Affen zu kurieren.« »Ruh«, fauchten die gestreiften Tiger. »Mach, dass du wegkommst, solange du heil und ganz bist.« Ganz traurig ging der Doktor weg. Sehr bald aber wurden die bösen Tiere grausam gestraft. Als der Löwe nach Hause kam, sagte die Löwin, »Unser kleines Löwenbaby ist sehr krank geworden. Es weint und wimmert den ganzen Tag. Wie schade, dass der berühmte Dr. Albolit nicht in Afrika ist. Er kann doch wunderbar heilen. Nicht umsonst wird er von allen verehrt. Er würde unser Baby wieder gesund machen.« »Dr. Albolit ist ja hier«, sagte der Löwe. »Dort drüben, hinter den Palmen, im Affenland. Eben habe ich mit ihm gesprochen.« »Ach, ist das aber ein Glück«, rief die Löwin. »Lauf und hole ihn zu unserem Baby.« »Nein, das geht nicht«, sagte der Löwe. »Er wird unser Baby nicht kurieren, denn ich habe ihn beleidigt.« »Was? Du hast den Dr. Albolit beleidigt? Ja, was machen wir denn nun? Weißt du nicht, dass der Dr. Albolit der allerbeste, allerweiseste Doktor ist? Er ist der einzige Mensch, der die Sprache der Tiere kennt. Er heilt Tiger, Krokodile, Hasen und Affen und Frösche. Ja, sogar Frösche. Denn er ist ein sehr guter Mensch. Und so einen Menschen hast du beleidigt. Und gerade jetzt, wo dein eigenes Kind krank ist, was willst du denn nun machen?« Der Löwe war ganz betroffen und wusste nicht, was er sagen sollte. »Du gehst sofort zu diesem Doktor«, brüllte die Löwin. »Und du sagst, dass du ihn um Verzeihung bittest. Hilf ihm, womit du nur kannst. Mach alles, was er sagt, und bitte ihn, dass er unser krankes Baby kuriert.« Ob der Löwe nun wollte oder nicht, er musste zum Doktor gehen. »Guten Tag«, sagte er. »Ich bin gekommen, um mich wegen meiner Grobheit zu entschuldigen. Ich will Ihnen gern helfen. Ich bin bereit, den Affen Medizin zu geben und ihnen auch Umschläge zu machen.« Der Löwe begann, den Dr. Albolit zu helfen. 3 Tage und 3 Nächte pflegte er die kranken Affen. Dann ging er zum Dr. Albolit und sagte ganz schüchtern, »Mein Kind, das ich sehr lieb habe, ist auch krank. Seien Sie bitte so gut und heilen Sie das arme Löwenbaby.« »Wird gemacht«, sagte der Doktor. »Gleich heute soll dein kleines Kind gesund werden.« Er ging in die Löwenhöhle und gab dem Löwenbaby eine Medizin, von der es sofort genas. Der Löwe war sehr froh und schämte sich, dass er den guten Doktor beleidigt hatte. Ein paar Tage später wurden auch die Kinder der Nashörner und der Tiger krank und Dr. Albolit machte sie sofort gesund. Da sagten die Nashörner und die Tiger, es ist uns sehr peinlich, dass wir solche Pfleger waren. »Tut nichts«, sagte der Doktor, »das nächste Mal werdet ihr klüger sein und jetzt kommt und helft mir, die Affen zu kurieren.«